So, meine lieben Damen und Herren, ja, euer Werblob wieder erstmal fett am Zutschuknaschen zu einer weiteren Runde Let's Play Expanded Bros auf meinem Kanal. Jetzt vorher war es ja auf dem Runde Rapper LZ, doch jetzt erstmal fett am eigenen Kanal. Wir starten gleich mal eine neue Kampagne. Erstes Mal, wo wir das so richtig durchzocken, dieses Spiel. 3, 2, 1, und go! So, gleich mal mit Helian geflogen. So, wir spielen gleich mal den Sylvester Stallone von Expendables. Wer den Film nicht kennt, sollte ihn sich auf jeden Fall reinziehen. Richtig geiler Film. Und ratatatam, und da fällt mir auch noch eine Kiste auf den Kopf. Wir müssen natürlich alles kaputt machen. Man weiß ja nicht. Ups. Mission failed. Okay, geht klar, Chef. So, okay, wen haben wir denn hier? So ein Sneak-TV. So, jetzt gleich nochmal, aber nicht gleich denselben Fehler machen hier. Oh. Ich hätte fast denselben Fehler gemacht. Warte. So. Wir sehen, hier haben wir den Bösewicht. Den Bösen. Der ganz böse sein gestellt hat, sagen wir es mal so. So. Auf jeden Fall ein ganz schnieker Typ. Autsch. So. Ihr legt euch mit dem Wärmloch an. Dann kriegt ihr auch den Wärmloch zurück. Und erstes Level geschafft, mein Lieben. So. Area levitated. Das heißt so viel wie Zone befreit. So. Ab jetzt werdet ihr auch mehr von mir in dieser Richtung sehen, mit der Buschblumkatze vielleicht noch dabei. Bei Left 4 Dead und allem drum und dran. So. Das sind schon mal unsere Verbündeten. Okay, da sehen wir schon mal wieder den Bösen. Den wir ganz locker hier einfach mal zerstören müssen. Diese Karte gefällt mir eher weniger wegen dem ganzen Rückstoß. Scheiße hier. Ja. Mission failed. What the fuck? Man sieht, ihr seht, ich bin nicht gerade der Beste in diesem Spiel, also nehmt es mir nicht übel. Schreibt mal in die Kommentare, was für Spiele ich noch zocken könnte. Sprich, ich habe mir auch noch Left 4 Dead 2 gegönnt. Das können wir auch noch zocken. Da bin ich dann etwas besser wie in diesem Spiel. Aber man muss ja immer auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Und da könnte ich schon mal verabschieden. Oh, ah. So. So. Nein, ich wollte mich gerade überhangeln. Meine Gott. Was für deutsche Sprache ich spreche. Oh, diesen Charakter, ich hasse es. Ich hasse solche Typen, die Bomben schmeißen, Bomben schießen, Bomben werfen. Kann ich kotzen. Bam und tschüss. Alle beide. Ey, das gibt es nicht. Ich laufe immer in die gleiche Scheiße wieder rein. So, weiter geht's. Okay. Haben wir schon mal den. Das ist schon mal ein richtig Sneaker-Charakter. Schnick. Das war jetzt schon mal leichter. So. Ihr gleich denkt, er kann mich hier einfach hier so locker Hocker vom Hocker hauen. Locker Hocker vom Hocker. Tschüss. Nicht, dass der mir hier wieder aufhört. Nur ich frage mich, wo die ganzen anderen Charaktere sind. Ich brauche hier auch mal ein bisschen Verstärkung hier. Okay. Ich jetzt nicht. Oh, dieses Spiel ist einfach gar nicht so mein Spiel. Aber wir haben ja schon mal einen Checkpoint erreicht. So. Da ist wieder der Bösewicht. Renn ihm hinterher. Oh.
mein Gott, dieses Teil ist einfach viel zu fett. Oh, ich glaube. Ah. Das ist. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich glaube, Stone Cold oder irgendwie in dem Film. Aber natürlich, ich denke mal, wir können uns hier locker. 3, 2, 1, Flex! Und. Oh, geschafft. So. Flex incomplete! Flex incomplete! Das ist. Natürlich haben wir hier keine Verbündeten mehr. Okay, ich sehe dann hier. Kommt dann mal wieder was? Safe, okay. Hier kommen wir dann den ersten Verbündeten. Hallo? Und den kriegen wir hier. Das ist wieder typisch. Aber ich komme klar damit. Okay, da unten kriegen wir noch einen. Oh, perfekt. Das ist in dem Film Expendables der Jason Statham. Der die ganze Zeit anderen Leuten Messer in den Kopf kommt. Oder wirft, oder keine Ahnung, wie man das nennen will. Okay, da oben haben wir wieder noch einen so einen Sneak-Charakter. Okay, den ich noch weniger mache. Ich denke mal doch, das macht jetzt trotzdem gleich Boom. Okay, jetzt alles ja. Fickt sein jetzt mal. So, und von mir die Wende abgeholt. Expendables! Area Limited. Okay, die haben wir alle Zeit wechseln. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Ach, 1 Minute 18 haben wir für diese Area gebraucht. So, und go! Hier haben wir gleich mal natürlich unser Standard. So, dann die komplette Wave aktiviert sozusagen. Okay, beruhigt euch mal runter. So, jetzt müssen wir hier aber wieder. Ich weiß, dass da vorne noch jemand war, aber ich muss mehr. Ah, natürlich. Oh, fast weg. Fast hätte ich den gleichen Fehler natürlich schon wieder gemacht. Das ist ja wieder. Zum Kühe. Mäuse melken und zum Kühe. Aus der Falle schmeißen. Das. Nur seine Spezialfähigkeit. Finde ich schon mega geil. Die ist schon. Da kann man so ein Auto steuern. Das ist schon. Einfach mal ein bisschen alle. Gebannt. Okay. Das ist wunderbar. Bam. Oh ja, genau. So sehe ich es auch. Okay. Oh, fett. Christmas. Stimmt, Christmas heißt im Film. Ja, so muss es. Jo, so muss es sein. So. Dann droppen wir mal hier wieder runter. Jo, wahrscheinlich. Und tschüss. Okay. Ich denke, jetzt haben wir die Wave sozusagen geklärt. So. Genau, wir zu ballern. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Diese Wichser sind einfach viel zu fett. Ich würde sagen, adios. Watch out. Okay.
dann nochmal Adios. Oder was auch immer sein soll. Katze. Ja, und tschüss. Tschüss, Jukowski. So. Wir kriegen wieder meinen sozusagen Hasscharakter. Oh. Oh, bro. Bra. Bra. Nicht dein Ernst. So. Und tschüss, Jukowski. Und ich denke mal, dass ich ab jetzt so jede Woche so ein Video rausbringen werde. Damit es euch kleinen Buschkatzen auch nicht langweilig wird. So. Und schaffen wir den Gegner. Bang und adios. Und natürlich haben wir auch diese Zone erfolgreich bestritten. Und so. Epische Musik. So. Let's go! So. Und jetzt sind wir in der nächsten Area und wir sehen uns beim nächsten Mal.